Wir leben Wrestling. Naomi vor Rückkehr zur WWE. Wie Fightful berichtet, steht Naomi unmittelbar vor einer Rückkehr zur WWE. Interne Quellen bei WWE und TNA sollen dies bestätigt haben. Die 36-Jährige hatte 2022 gemeinsam mit Mercedes Moné WWE verlassen und ist seit April bei TNA aktiv. WWE soll bereits seit längerem versuchen, Naomi wieder zu verpflichten. Sollte nichts Unvorhersehbares geschehen, scheint der Rückkehr von Naomi nichts mehr im Wege zu stehen. Potenzielle große Zusammenarbeit von WWE mit TNA. Triple H hat für Donnerstag ein großes Announcement angekündigt, welches beim Preview Special für 2024 verkündet werden soll. Einigen Spekulationen zufolge könnte dort eine Zusammenarbeit zwischen WWE und TNA verkündet werden. TNA gab gestern bekannt, dass sie ihre Pay-Per-Views ab sofort Premium Live Events nennen, genau wie die WWE. Es bleibt abzuwarten, was hinter der Ankündigung steckt. Velveteen Dream postet Entschuldigung. Patrick Clark, besser bekannt als Velveteen Dream, hat am Dienstag eine Entschuldigung veröffentlicht. Der 28-Jährige wurde 2021 von WWE entlassen, nachdem Vorwürfe von Pädophilie aufgekommen waren. Clark soll minderjährigen Teenagern unangebrachte Bilder geschickt haben. Bis heute weist er die Schuld von sich. Nach seiner Entlassung wurde er zudem aufgrund mehrerer Vergehen zweimal festgenommen. In seinem Interview entschuldigte er sich für sein Verhalten der letzten Jahre und die Unannehmlichkeiten, welche er seinen Mitmenschen zugefügt habe. Er bat unter anderem Triple H und Shawn Michaels um Entschuldigung und bedankte sich für die Erfahrungen, die er sammeln konnte. Zum Schluss bemerkte Clark, dass er hoffe, dass die Menschen ihm vergeben könnten. Laut Fightful bekam Clark bereits einige Interviewanfragen. Er soll bereit sein, sich kritischen und unangenehmen Fragen zu stellen. Giovanni Vinci verletzt? In der neuesten Raw-Episode wurde ein Tag-Team-Match von Imperium gegen Jey Uso und Kofi Kingston abrupt abgebrochen. Grund für den Abbruch war eine Verletzung von Giovanni Vinci, so Fightful. Kingston verpasste dem anfliegenden Vinci einen Dropkick an den Kopf, wobei dieser sich verletzt haben soll. Die Aktion sah durchaus ernst aus, woraufhin der Schiedsrichter das Match sofort beendete und einen Arzt rief. Vinci konnte die Arena aus eigener Kraft verlassen. Es ist noch unklar, wie ernst die Verletzung ist und ob Vinci ausfallen wird. Kurt Angle bei WrestleMania? In einem Interview mit Fandom Spotlight hat Hall of Famer Kurt Angle verraten, dass er weiterhin bei WWE unter Vertrag steht. Angle erklärte, dass er davon ausgehe, in absehbarer Zeit wieder sporadisch im TV aufzutauchen. Er könne sich gut vorstellen, bei WrestleMania oder bereits beim Royal Rumble aufzutreten. Zu einem weiteren Match äußerte sich Angle nicht. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass der 55-Jährige noch einmal aktiv in den Ring steigen wird. Kota Ibushi schwer verletzt. Kota Ibushi hat sich bei einem Match gegen Naomichi Marufuji in Japan ernsthaft verletzt, das berichtet Wrestle Purists. Bereits vor dem Kampf schien Ibushi angeschlagen zu sein, im Match soll er sich dann ernsthaft an beiden Knöcheln verletzt haben. Ibushi machte einen enorm schlechten Eindruck und sah nicht ansatzweise so aus wie früher. Das Match erntete im Internet einige Kritik. Es bleibt abzuwarten, ob Ibushi sich von diesen Verletzungen erholen kann und noch einmal für AEW in den Ring steigen wird. AEW in Deutschland fortan auf Fight. Wie am 21. Dezember exklusiv von uns berichtet wurde, laufen AEW Dynamite, AEW Rampage und AEW Collision in Deutschland live auf AEW Plus auf Fight TV. Deutschland taucht in der Liste der exkludierten Länder zur Live-Ausstrahlung nicht mehr auf. Mit dem Abo erhält man außerdem On-Demand-Zugriff auf das AEW-Archiv mit sämtlichen TV-Shows sowie Rabatte auf die Pay-Per-Views.